Hallo, hier ist wieder euer Dorfstefan zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich mal los und ja, schauen, was wir heute mal so noch machen können. Ich muss auf jeden Fall Holz holen gehen. Ich brauche unbedingt Holznachschub. Und das ist jetzt auch noch offen. Also fiel mir wieder ein paar Speicherstände. Das Spiel tut immer meine Spielstände irgendwie löschen. Ich weiß nicht warum. Jetzt irgendwas, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da verbuggt bei meinem Geschäft. Ich weiß auch nicht. Irgendwas funktioniert da nicht so richtig, wie es soll. Entschuldigung. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dieser Folge. Wir legen auch gleich mal los. Oh Mann. Genau jetzt, wenn ich die Aufnahme starte, kriege ich Hustenanfall. Ja, klar. Ist ja logisch. Das ist ja immer so bei mir. Immer wenn ich eine Aufnahme beginne, muss ich anfangen zu husten. Oder zu niesen. Echt schlimm. So, ich nehme auf jeden Fall das Zuckerrohr noch mit hier. Das heißt, auf jeden Fall noch bearbeiten. Und ja. Das haben wir mal weiter. Oh, ich habe gar keine. Oh. Ich hoffe, ich finde zurück. Da sind Bäume. Ja, dann gehen wir darüber. Das scheint nicht allzu weit zu sein. Das können wir schwimmen. Guck mal, so sieht man nicht. Und wenn man ganz oben ist, sieht man es, wie tief es ist. Ja, das ist auch Lehm, aber der liegt zu tief. Da wird ich dann wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hochkommen. Das wird dann nichts werden. Und jetzt muss ich mich auch übelst so das Schlief unterdrücken, weil ich auch ein bisschen verschlieft bin, zu erkältet. Ja, sind halt alle ein bisschen erkältet in der Familie. Erst meine Mutter, mein Vater und jetzt komme ich noch dran als letztes. Hier ist wieder mal dran mit Erkältung. Hier steckt wieder jeden an. Aber naja. Wenn ihr mal ab und zu Schniefer hört, bitte nehmt das jetzt übel. Ich versuche so gut wie es geht zu unterdrücken. Und das Husten natürlich auch. Aber es klappt halt nicht immer. Ja, Husten ist immer scheiße. Also, das macht keinen Spaß. Gerade wenn man Let's Plays aufnehmen will und dann kannst halt die Nase das Gefühl hast, dass das läuft oder so, weil dadurch automatisch irgendwie schnieft. Aber das muss ich jetzt noch ungefähr 7 Minuten aushalten oder ein bisschen länger, bis einfach rum ist und dann muss ich mal ausschlauben ordentlich, weil das Schniefen geht echt auf die Nerven. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme, dass ich etwas verschnieft klinge. Ich glaube, das hört man nicht schon ein bisschen. Meine Erkältung, meine Schnupfen. Aber das hindert mich nicht daran, für euch Let's Plays aufzunehmen. Und ja, da wird es ja auch noch einige Änderungen geben, was mein Let's Plays angeht und mein YouTube-Kanal. Da wird sich einiges verändern, dass ihr euch dann nicht wundert, warum das auf einmal alles ganz anders ist. Weil ich werde wirklich mit Let's Play ein bisschen zurücktreten, weil einfach YouTube nicht mehr so gut läuft zurzeit. Die Klicks gehen auch dadurch runter, dass auf YouTube keine Aktivität mehr ist. Und ja, werde ich halt entgegenbeugen, indem ich auch meine Produktion etwas zurücksetze und nicht mehr so viel aufnehme.
Minecraft wird es jetzt auch nur noch dreimal in der Woche geben. Montag, Mittwoch, Freitag, so wie früher, wo ich so hatte. Und am nächsten Jahr, bis ich es durch habe, wird es nur am Mittwoch geben. Und damals Battlefront wird es jeweils Samstag und Sonntag für euch geben. Dienstag und Donnerstag wird es erstmal keine Let's Plays mehr geben an den Tagen. Die Tage habe ich erstmal abgesetzt, weil es lohnt sich einfach nicht mehr für jeden Tag aufzunehmen, da die Leute auf YouTube nicht mehr wirklich aktiv sind und es nicht so gut läuft. Und ja, den mache ich entgegen, den ich auch etwas zurückgehe mit der Videoproduktion. Mache nicht mal so viele Videos und ja, einfach mal schauen, wie es weitergehen wird mit YouTube und meinem Kanal. Und ich brauche keine Angst haben, wenn ich mal erwähne, dass ich aufhöre mit YouTube oder Let's Play, brauche ich ja keine Angst haben, mein Kanal wird bestehen bleiben, mit dem werde ich nicht löschen, ne? Keine Angst, aber ich werde halt dann wieder nicht mehr aufnehmen oder nur noch ganz wenig Videos aufnehmen in der Woche. Und ja, da werde ich euch aber noch ein Vlog-Video dafür machen, extra, in dem ich das alles erkläre. Und ja, wo ich dann auch immer genauer ins Detail gehe, was ich jetzt hier im Spiel nicht machen werde. Aber Vlog, das ich dann für euch noch dafür machen werde, werde ich mal genau ins Detail gehen und euch das alles erklären, wie der Verlauf sein wird, jetzt im neuen Jahr 2018, wie es weitergehen wird mit meinen Let's Plays und meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, warum ich das mache und warum, wieso. Und ja, hoffe, es ist für euch dann nicht zu schlimm, wenn es dann nur noch weniger Videos geben wird. Wie gesagt, den Grund wisst ihr jetzt, dass auf der YouTube halt nicht mehr so läuft und die Klicks natürlich auch runtergehen. Ja, also ich das alles ein bisschen runtersetzen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Und was habe ich hier gefunden? Eine weitere Höhle. Sehr gut. Da fährt mir ein bisschen vor. Gut, die wird schon reichen. Ich werde mal hier mal eine Werkbank hinsetzen. An der Stelle. Ja, hierher. Links und rechts eine Fackel. So. Und in welche Richtung muss ich wieder rüber? Hier. Also, habe ich hier eine kleine. Markierung gemacht mit Fackeln. Dass ich weiß, in welche Richtung ich muss. So. Jetzt wird es wieder dunkel. Ich könnte jetzt in die Höhle gehen oder zurückgehen. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück wieder. Und ich habe hier schon wieder Haufen Setzlinge. Das gibt's doch gar nicht. Das werden immer mehr. Jetzt habe ich schon 16 Setzlinge. Das Schaf werde ich auch noch einmal scheren, bevor ich wieder losgehe. Danke für die Wolle, Schaf. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen kalt jetzt am Arsch, aber das wirst du schon überleben. Irgendwie, hoffe ich. So, naja, schwimmen wir erstmal wieder rüber. Ich könnte mir ja hier auch noch eine Landbrücke bauen, über die ich rüber schwimmen kann, von Insel zu Insel. Wird zwar auch eine Riesenarbeit werden, das zu bauen, aber da komme ich ja wesentlich besser von Insel zu Insel. Also ich denke mal, ich werde eine Verbindungsbrücke bauen, aber die werde ich wahrscheinlich aus Bruchstein machen. Und
Und ja, da werden wir mal weiter sehen. Vielleicht werde ich die auch offline bauen, weil ihr seht, das ist schon eine ganze Ecke bis darüber. Und ja, die werde ich dann vielleicht mal offline bauen und die Seite habe ich auch offline, weil da wird's, das wird vielleicht etwas langweilig für euch, wenn ich das alles im Let's Play mache. Und ich möchte euch auch sehr und gerne langweilen, mein Let's Plays daher. Werde ich das in Offline-Modus machen. Und ja. Da war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Zusehen. Und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit eurem Dorf Steffen. Möge die Macht mit euch sein. Und bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play Minecraft. Die nächste Folge wäre dann am Mittwoch für euch. Bis dahin eine schöne Zeit. Bis die Tage. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao mit V. Und wie immer zur selben Stelle, selben Welle, sehen wir uns genau an der Stelle wieder. Ciao!